Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier in Skingrad, in der einen Taverne, die zwei Schwestern, glaube ich, hieß das. Und wo ist der Ausgang? Ich glaube, das ist der nicht. Wo war denn der Ausgang? Oben? Hier? Versteckte Tür zu zwei Schwesternhütte, Vorratskeller. Achso, hier. Hier war der Ausgang. Genau, und wir wollten wieder zurück, weiter nach Insel oder Endel. Und ich glaube, direkt hier nach links. Wie geht's? Ganz gut, und selbst? So, ich speichere vielleicht einmal. So. Ich grüße euch. Morgen. So. Morgen. Hallo. Ja. Und da kommen zwei Schäfchen entgegen. So, wir wollen weiter nach Endel. Das ist genau der richtige Weg. An Quatsch vorbei. Ich wünschte, ich hätte Quatsch noch gesehen gehabt, bevor es zerstört wurde. Wäre auch interessant gewesen, finde ich. Euer Motto war schon immer, warum gehen, wenn ich auch laufen kann? Jetzt zahlen sich die vielen Stunden des Rennens und Schwimmens endlich aus. Ihr seid nun Lehrling der Athletik. Euer Ausdauerverlust beim Rennen und Schwimmen beträgt nur noch 75% des Normalwerts. Ah, okay. Warte. Athletik? Bin ich bei 25%? Ah, okay, 25%. Ah, okay. Das macht schon... Also ich bin da jetzt quasi... wie heißt das? So eine Dingsstufe. Digga, ist das dein Ernst? Du willst mich angreifen? Da ist ein Oblivion-Tor und du willst auf mich losgehen? Ihr habt gefunden, Lager der fetten Ratte. Zeigt mir, was ihr... Hat doch nicht die Ernst, oder? Oh, wir hätten verkaufen können, glaube ich. Wir hatten irgendwas. Den Quatsch können wir nicht verkaufen. So, Gesundheit ist voll. Der wurde... Autsch. So, wo liegt der? Bandit! Hat er aber nichts. Okay, wer will hier jetzt wieder was? Hier hinten, der. So, der hat aber auch nichts. Ich habe da einfach mal einen Pfeil im Ellbogen stecken. Auch nicht. Auch nicht. Juckt mich einfach gar nicht. Also ihn. Und der Pfeil ist weg. Aber nice, also wegen den Fertigkeiten. Dass da dann so auch aktiv gezeigt wird, was man dann dafür einen Bonus hat. Finde ich schon nicht schlecht. So, vielleicht noch ein bisschen hüpfen.
Für die Akrobatik. Obwohl, warte mal. Akrobatik. Sind wir auf 16, okay. Was macht Mystik nochmal? Ich setze Zaubersprüche ein, die Magie absorbieren, reflektieren und zerstreuen. Objekte bewegen, Leben aufspüren und Seelen binden. Das ist ja eigentlich komplett weg in Skyrim. So, Waffenschmied wäre auch bald. Apropos Waffenschmied. So, die langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt und eure Arme gestärkt. Ihr seid nun Waffenschmiedelehrling. Mit Reparaturhämmern könnt ihr nun normale Waffen und Rüstungen vollständig ausbessern. An magische Gegenstände dürft ihr euch aber noch nicht wagen. Okay, nice. Haben wir beide schon mal auf 25? Stumpfe Waffen 21? Und hier wäre, glaube ich, Schwertkampf auf 50, was da dann kommt. Stufe Lehrling. Hauptattribut, Stärke. Konstitution, Willenskraft. Persönlichkeit, Illusion ist Persönlichkeit. Achso. Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Kannst du nicht gegen den Geist kämpfen? Wo kommt der Geist her? Lasst es uns zu Ende bringen. Wieso kämpfst du nicht gegen den Geist? So. Ach so, hat er den Geist beschworen? So, was haben wir hier? Geschichten des Kaiserreichs? So, nochmal 4 Gold. So, da haben wir den nächsten Wolf. Ich find's lustig, wie die Pfeile hier oder hängen, durchstecken oder so. Ich muss aber zusehen, dass ich vielleicht mal an Silber oder sowas komme. Also Silberausrüstung, Silberwaffen. Oder was wäre nach Stahl? Silber. Müsste eigentlich Silber sein. Schwertkampf fehlt nicht mehr viel. Da bin ich jetzt gespannt, was auf Stufe 50 kommt. Dann wäre aber das nächste, glaube ich, 75 und dann 100. Und bei 100 ist man dann Meister. So, ich sehe da schon den nächsten Wolf. Habe ich Schaden? Ne. Leben ist also voll. Ja, Bandit. Zwei Schläge ist vorbei? Okay. Auch nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, kommt da auch noch wieder was?
Ah, zwei Banditen. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Lager der Zärtlichen. Die Kratzer und Schnittwunden, die ihr in langen Übungsstunden mit allen möglichen Klingen davongetragen habt, waren nicht umsonst. Ihr seid nun Geselle im Umgang mit Hieb- und Stichwaffen. Bei euren heftigen... wo waren das jetzt? Bei eurem heftigen Seitwärtsangriffen habt ihr nun die Chance, den Gegner zu entwaffnen. Haltet die Angriffstaste gedrückt, während ihr euch nach links oder rechts bewegt, um diesen heftigen Angriff auszulösen. Das ist ein bisschen schwierig dazu lesen, weil es schon aus dem Links hier geht. So. Was ist das? Oh, Lebensenergie wiederherstellen. Perfekt. So. Sind wir jetzt eigentlich noch? Okay, Quatsch, sind wir schon. Und dann ist die nächste Haltestelle Anvil. Und dann haben wir, abgesehen von Leia Wien, glaube ich, hier unten im Süden, hier, jede Stadt schon einmal besucht gehabt. Na, Bravil haben wir auch noch nie besucht. Wir waren ja jetzt in, Jedinal oder Sheldanal oder wie man es ausspricht. Boomer waren wir. Koroll. Hier Skingrad, Quatsch und Anvil. Danach, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 9 Städte gibt es hier. Ist das so gedacht worden, dass zu jeder Gottheit eine eigene Stadt oder wie? Vor allem in Elder Scrolls Arena habe ich zumindest da, als ich das Let's Play hatte, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, ne? Als ich damit anfing, hatte ich in Cerodiel ja nur die Kaiserstadt betreten können. Sonst gab es da, zumindest bei mir, keine Dungeons und auch keine Dings hier, keine Städte oder sowas. Alle anderen, ja. Alle anderen Provinzen, aber in Cerodiel nix. Also hatten die hier wirklich, als sie Oblivion gemacht hatten, die Entwickler, hatten die hier die Möglichkeit gehabt, das geht nach Quatsch, genau. Hier sich frei zu gestalten, also auszutoben, welche Städte hier gibt's und so. Alles andere war ja schon... Alles andere hatte ja schon existiert. Indirekt. Da ist schon das nächste Oblivion-Tor. Und was haben wir hier? Aufgespießte Köpfe? Dunmeerköpfe oder Vampirköpfe? So, und da haben wir ein Dorf. Oder? Nee, das ist nur ein Stadt. Gottschauherberge.
Hier ist die Landschaft wirklich schön, finde ich. Ich stelle mir eigentlich eine Frage. Kann man von hier aus den Roten Berg sehen? Ist das da vielleicht schon der Rote Bär? Ich höre euch zu, Bürger. Da vorne ist auch wieder eine Herberge oder sowas. Oder vielleicht die Stelle. Die Goldküste. Wir haben die Goldküste erreicht. So, und was ist das hier? Auch eine Herberge? Herberge zum Brina-Kreuz. Will mich irgendwas angreifen? Okay, bei der Musik denke ich immer, irgendwas will mich angreifen. Aber das ist nur halt Abenteurermusik. Bergamotte. Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Erbärmlich. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh. Ich beweg mich viel zu schnell. Alles klar. Wow. Ich hab. Wow. Ha. 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 Ihr redet mit. Ha. 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 So, ich hoffe, du hast was. Nee. Der hat nicht mal etwas Gold dabei. So, Abenteurermusik wieder. Warte mal. Was ist das hier für ein Land? Hammerfell. Ah, und hier ist Walenwood. Kann man von hier aus sehen, also ein bisschen in die anderen Provinzen reinsehen? Wäre schön, wenn es hier die Möglichkeit gäbe, ein bisschen in Elsweyr reinzusehen oder so. Was? Ich hatte gedacht gehabt, der Kurier will immer irgendwas von mir. So, da vorne wartet jemand. Ist das... Mike! Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Werwölfe? Werwölfe? Menschen, die Wölfe sind? Viele Wölfe überall, viele Menschen. Das reicht für Mike. Werwölfe? Also kann er... Werwölfe? Der kann hier nur einen Satz machen? Mike entbietet seine Grüße. Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Werwölfe? Okay, Mike hier... entbietet seine Grüße. Hier kann man ihn antreffen. Leider habe ich ihn in Morrowind nicht gefunden gehabt. So, und wer bist du? Ja? Hinarus Inventius. Hinarus Inventius. Jäger, Förster und Schütze. Zu euren Diensten.
Anvil. In der Grafschaft gibt es jede Menge Wild. Wölfe, Berglöwen und Bären. Man muss nur wissen, wo man danach suchen muss. Okay, Prophet? Sicher. Geht zur Kapelle, ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er steht draußen herum und ereifert sich vor den Passanten. Die Pilgerfahrt? Gerüchte? Ich weiß nicht, was ich von dem Überfall auf die Kapelle halten soll. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Überfall auf die Kapelle von Anvil? Es ist unglaublich. Mitten in der Stadt und niemand hat etwas gesehen? Da fragt man sich doch, wie es um den Verstand der Stadtwache steht. Noch irgendwas? Achso, die Pilgerfahrt. Auf Wiedersehen. Die Pilgerfahrt aber ist doch die West, zu Knights of the Nine. Oder die Ritter der Neun. Die würde ich irgendwann später machen. Warte mal, das ist... Enden will ich hier. Da haben wir die Kriegergilde. Die sehe ich jetzt schon. Dann ist das hier die Magiergilde. Wer bist du? Olvus der Mittellose. Morwins Friedensstifter. Varel Morwein, ich stelle hier in Anvil seit 30 Jahren Waffen her. Die Leute sagen, ich leiste gute Arbeit. Und es liegt mir fern, ihnen zu widersprechen. Anvil? Ich bin seit 30 Jahren hier und werde bestimmt noch mindestens 10 Jahre leben. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, wird mein Lehrling Enilrod sich um die Schmiede kümmern, wenn es die Götter wollen. Prophet? Ich weiß nicht, wo er hergekommen ist. Er schien einfach vor der Kapelle, einen Tag oder so nach der Attacke. Seitdem ist er da. Ich habe keine der Schriften von Federweber gelesen. Sie sollen jedoch ganz gut sein. Überfall auf die Kapelle von Anvil. Ein schreckliches Verbrechen. Alle in der Kapelle ermordet. Wer könnte so etwas getan haben? Und warum? So, kommen wir zum Geschäft. So, was hast du? Silberclaymore, Silberkriegsaxt. Warte mal. Ist zweihändig. Auch zweihändig. Ich hätte das gerne vielleicht ein einhändig. So. Gucken wir mal, was ich ihm andrehen kann. Ja. Ihr seid ein harter Falscher. Ich glaube, den Bogen brauchen wir nicht. Den nutzen wir momentan einfach nicht. Vielleicht irgendwann. So, dann die Dinger. Ja. Die dädrischen Pfeile, die behalte ich erstmal. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Die dädrischen Pfeile behalten wir. Beehrt uns bald wieder. Ich finde es nur schade, dass er jetzt nichts... Seht, was wollt ihr? Was kostet es zu reparieren? Was es auch ist, ich kann es reparieren. Ja. Also, ich hätte ja auch auf alles reparieren können. Okay. Wiedersehen. So, hast du auch Enilrod, Morweins Lehrling. Anvil? Varel Morwein ist ein guter Meister. Ich mag die Stadt und die Menschen hier. Ich möchte auf jeden Fall noch viele Jahre lang hier bleiben, genau wie der Meister. Okay, Gerüchte. Alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Okay, also... Auf Wiedersehen. Spitzhacke. Eine Zange. Leider kann ich keine Amboss nutzen. So, ich gucke mir mal die Stadt an. Die sieht auch richtig schön aus. Jede Stadt hat hier, neues Thema 8, 8 der 9, was?
Jede Stadt hat irgendwie seinen eigenen Stil. Da haben wir eine Herberge. Des Grafen Waffen. Des Grafen Waffen. Neues Thema Pilgerfahrt. Das ist eine Taverne. Wilbur heißt der. So, das sind Wohnhäuser, glaube ich. Doktor. Was? Ihr seid's, hi. Hier sind Sextius. Rusia Bradus. Kann ich etwas für euch tun? Ja, Anvil? Mein Ehemann ist im Süden der Grafschaft Anvil, an der Grenze zu Valenwald. Er jagt dort Banditen und Schmuggler. Anvil und Valenwald, okay. Er ist ein Segen für diese Stadt. Der Einzige, der der schrecklichen Tragödie in der Kapelle einen Sinn gegeben hat. Er predigt jeden Tag vor der Kapelle. Geht und hört zu, ihr werdet sehen. Grüße. Habt ihr von Gogan gehört? Eine Diebesbande treibt in der Stadt ihr Unwesen und er geht ihnen ins Netz. So ein Trottel. Bande? Eine Bande weiblicher Diebe hat Anvil in letzter Zeit mit einer ganz besonderen Art Raubzug heimgesucht. Ihre Opfer sind ausschließlich Männer. Wenn ihr uns mit diesem Problem helfen wollt, sprecht mit Gogan und Melona. Sagen wir einfach mal, Gogan hat ein gewisses Interesse an der Bande. Die Täuschung der Sirenen? Auch ihr. Eine Bande weiblicher Banditen? Die es auf Männer abgesehen haben, da habe ich jetzt, glaube ich, hier ein Problem. Ich hier als Jungspund, wie ich hier aussehe. Pinarus in Ventius Haus. Ah, der Typ, der draußen war. So, Silber Brados Haus. So, da haben wir die Magiergilde. Was ist hier mal? Velvin Benirus. Hier haben wir die Kriegergilde. Das ist eine schöne Statue. Sieht aus wie eine Meerjungfrau. Was haben wir hier? Heinrich Eichenrumps Haus. Oh, das ist auch ein schönes Haus. Nee, doch nicht so ganz schön. Was ist denn hiermit passiert? Haus Benirus, unmöglich. Was ist mit dem Haus passiert? Wieso ist das so verlassen? Wer wird jetzt seine Reliquien so, die dir auch und wieder um den wahren Glauben der Prophet. Kämpfen. Mit dem rede ich noch nicht. Olvas der Mittellose. Wo führt das hin? Zur Goldküste. So, Chapel. Die Kirche der Dibella. Kynaret, Mara, Zenita, Talos, Bender. Schlüssel für Kapelle von Dibella, gehe ich mal von aus. Da haben wir Dibella. Da ist Blut am Fenster. Hier steht was geschrieben. In einer Sprache, die ich nicht lesen kann. Dumania Jirich? Da war Akai. Akatosh. Und Julianus. Dunkles Hemd.
Kann ich solche Kleidung auch anziehen? Du darfst das wieder haben. Habe ich alle schon gelootet? Trevia haben wir. Die haben wir, die haben wir. Auch aus Versehen ein bisschen ausgezogen. Aber was? Was ist genau hier passiert? Und warum ausgerechnet die Bella? Ich öffne mit Schlüssel für Kapitel. Zehn Gebote, neun göttliche. Ich nehme das mal nicht mit. So. Das Lied von Pelinal, Band 7. Band 3. Band 4. Ein Kinder-Anuat. Zehn Gebote, neun göttliche. Band 8. Band 5. Und Band 6. Haben wir alle gelesen jetzt. Hier Band 1. Hier das Amulett der Könige. Also das haben wir sogar. Frost 29 Frostentwurf. Beschwörung fertig erfüllt. Ah, okay. Steintassen. So, Untersuchung von der heiligen Alessia. Und hier Götter und Kulte. Könige, noch ein Stundenglas, Schrank. Was haben wir hier für ein Buch? Die Adabal-A. Adabal-A, okay. Warte, Quests müssen wir eben hier was. Nicht die Pilgerfahrt. Also, warte mal. Fackel auch wieder weg. Wir haben eine andere Aufgabe. Vor allem schon wieder dunkel. So, wir wollen hier rein. Gut zur Kämpferin. Asan. Ich bin Asan, Anführer der Kämpfergilde von Anvil und Lehrer für den fortgeschrittenen Umgang mit stumpfen Waffen. Ja, Anvil? Die örtliche Kämpfergilde ist groß, insbesondere, weil wir ein Ausbildungszentrum unterhalten, das jedem von uns einen guten Lebensunterhalt einbringt. Okay, Fortschritt. Ihr habt euch bisher sehr gut geschlagen. Ich erhebe euch hiermit in den Stand eines Schülers. Viel Glück! Danke, Prophet. Ihr solltet ihn predigen hören.
Er mag zunächst verrückt klingen, doch je länger man zuhört, desto plausibler klingt er. So, Auftrag. Ein Auftrag für euch? Ich glaube, ich habe da etwas für euch. Arvena Telas hat Probleme mit Ratten in ihrem Haus. Okay. Ich bedauere, ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Erfüllt weiterhin eure Aufträge und Pflichten gut, dann sehen wir weiter. Alles klar. Geht und wer fügt irgendetwas Schmerzen zu. Ja, mach ich. Kämpfergilde Porter. Hallo. Hallo. Rano, ich bin hier in Anvil der Lehrer für den fortgeschrittenen Umgang mit Klingenwaffen. Ja, okay, Anvil. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich hier weich werde und ein bequemes Leben führe. Deshalb gehe ich hin und wieder allein an der Küste entlang, damit ich in Form bleibe. Okay, Gerüchte. Mark Gullit ist ein gefährlicher Mann. Er unterrichtet die Magier in der Schule der Zerstörung. Oh, Welvin Benirus? Dieser Faulenzer? Er schlägt seine Zeit in der Schenke des Grafen Waffen tot. Okay, Überfall auf die Kapelle von Anvil? Der Prophet spricht die Wahrheit. Dies ist der Anfang von etwas Schrecklichem. Ich spüre es in den Knochen. Okay. Wiedersehen. So, wer bist du? Victis. Victis, Kämpfergilde. Anvil? Ihr beliebt wohl zu scherzen. Ich bin hierher gekommen, um den Bergen und dem Schnee zu entfliehen. Habt ihr schon einmal einen Winter in Skirim verbracht? Oder im Brumma? Da bevorzuge ich doch die Goldküste. In Skirim. Ja. Gerüchte. In des Grafen Waffen kann man sehr gut essen. Und Wilbur ist ein ausgezeichneter Weinkenner. Lebt wohl. Ja, irgendwann gehen wir auch nach Skirim. So. So. Hallo. Stan der Hässliche. Jeder nennt mich Stan den Hässlichen. Inzwischen habe ich keine Lust mehr, die Leute deshalb zu verprügeln. Also los, lasst es raus. Anvil? Sind euch all die Nord hier aufgefallen? Das liegt zum Teil daran, dass den Nord die Seefahrt im Blut liegt. Aber vor allem haben wir es satt, uns in Skirim den Hintern abzufrieren. Prophet? Sicher. Der Kerl bei der Kapelle. Er ruft nach so einem heiligen Ritter, der zurückkehren soll. Vielleicht könnten wir heutzutage wirklich ein paar mehr heilige Ritter gebrauchen. Überfall auf die Kapelle von Anvil. Ich würde zu gern die Feiglinge in die Hände bekommen, die das getan haben. Ich überlege mir sogar, mich dem heiligen Kreuzzug des Propheten anzuschließen. Schönen Tag. So, und wer bist du? Seid gegrüßt, Hurwen. Wie geht's? Hurwen von der Kämpfergilde. Ich wünsche euch Gesundheit und Glück. Ja, Anvil? Wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt, verlasst die Stadt und wandert an der Küste entlang nach Norden. Dort bieten sich euch großartige Aussichten und gute Jagdmöglichkeiten. Okay. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. So, Gold. Ich bediene mich hier einfach mal, ja? Hier beschwert sich ja keiner. Okay, da findet ein Stundenglas. Was kann ich für euch tun? Gerüchte? Habt ihr schon von Quatsch gehört? Man sagt, Daedra kamen aus Oblivion und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauern nieder. Ja. Was kann ich für euch tun? Der kann hier. Wenn ich's nicht reparieren kann. Okay. Lebt wohl. Ich leg mich hier aber mal pennen. 7 Stunden, sagen wir mal hier 12. Bis 8 Uhr morgens. So. Ich grüße euch. Und Grüße zurück. Was gibt's hier oben? Speisesaal. Oh,
Ja, Modo. Hey, Modo. Hallo. Einer Hund auf jeden Fall. Tür sehr leicht. Woher kommt ihr? Kompaniebüros. Hallo. Wie geht es euch heute? Lenzi Laram. Lenzi Laram. Kämpfergilde durch und durch. So, Anvil? Ich komme aus Morrowind an der Nordküste von Vardenfell in der Nähe von Ku'ul. Deshalb gefällt es mir hier an der Goldküste. Manchmal vermisse ich meine Heimat, aber nicht allzu sehr. So, was ist das hier? Moment. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Ich bin immer noch männlicher. Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ich bin immer noch ein Männchen. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ah, das ist Lernen. Okay, dieser Charakter kann euch nicht mehr beim Trainingsfortschritt helfen. Auf Wiedersehen. So, Azan. Ist das Stahlstiefel? Was habt ihr zu berichten? Es heißt, dass König Hellseed sich mit dem Haus Drees verbündet. Wie geht es euch heute? Hurwin, danke. Mir geht's gut. Haben die hier sowas wie eine Waffenkammer? Guten Morgen. Rufius Vinicius. Ich bin Rufius Vinicius, Faustkampfausbilder der Kämpfergilde. Anvil? Ihr seid nicht von hier, oder? Nein. Nur zur Warnung. Seid vorsichtig, wenn ihr schwimmen geht. Achtet auf die Schlachtfische. Sie werden euch umzingeln. Okay, und alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Okay, der kann auch was passt bringen. Auf, und ihr könnt viel lernen. Kosten 50. Eins. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge... So. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Drei. Ihr müsst noch viel lernen. Gut, dass ihr euch ver... Und fünf. Kann ich Wissen mal? Ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Auch ihr. Ihr seid... So. Ja? Kann er auch noch was beibringen? Auf zum Training. Schwertkampf. Okay, der kann mir nicht mehr beibringen. Seht euch vor. Haben die hier eine Waffenkammer irgendwo? Oder warte, was war das? Eisene Claymore. Ich hätte gerne eine Silberwaffe. Am besten einhändig. Ich weiß nicht, was ich. Und nicht die Pilgerfahrt, wo Geister sich breitummeln. Mir ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass Velvin Venerius hier in Anvil ein Herrenhaus zu einem wirklich niedrigen Preis bekommen wird. Ich werde ihn finden und da. Oh! Von dem Überfall auf die Kapelle halten sollen. Ein Geisterhaus? Für was für einen Preis? Wie geht es euch? Wo muss ich hin? Hier rein? Jo, tatsächlich Hallo? Hier rein. Ja? Was ist? Hallo, edle Dame. Wilbur? Hallo, mein Herr. Velvin Venerius? Ihr wollt nicht zufällig gerade ein Haus kaufen, oder? Ich hätte dann nämlich eine Villa direkt hier in Anvil. Herrenhaus? Ja, ich verkaufe die Villa meines Großvaters, Haus Venerius. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie für einen fairen Preis erwerben. Ich habe es eilig, da mich woanders dringende Angelegenheiten erwarten. Ihr könnt euch das Haus gern einmal ansehen. Es befindet sich gegenüber der Kapelle. Nach dem Kauf bekommt ihr den Eingangsschlüssel und die Besitzurkunde. So sieht's aus. Möchtet ihr es jetzt kaufen? 2500 Goldstücke, nicht jetzt sofort. Ich bin täglich von Mittag bis Mitternacht hier. Lasst es mich wissen, wenn ihr eure Meinung ändert. Okay, 2500 Gold auftreiben, dann haben wir unser erstes Haus.
So, die Täuschung der Sirenen. Ich grüße euch. Obwohl, warte mal. Der Vater Morgoth, der Paranoia, Tür in der Bucht von Nibelheim, tatsächlich Korruption. Ich muss noch mal kurz zur Kämpfergilde. Hallo? Wo waren die noch mal? Ach, wir sind am Doktor. Okay, müssen wir da lang. Und noch mal nachfragen, zu wem muss ich hin? So, also das ist das Geisterhaus, das wir haben können. Was ist? Wo ist Asan? Hallo? Asan, zu wem muss ich nochmal hin? Ich hab nicht aufgepasst. Was ist los, Sera? Asan? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Auftrag? Ein Auftrag für euch? Ich glaube, ich habe da etwas für euch. Arvena Telas hat Probleme mit Ratten in ihrem Haus. Arvena Telas? Geht dorthin. Einen wunderschönen guten Tag. Arvena Telas erstmal finden. Ihr scheint etwas zu wollen. Also, wo? Arvena Telas. Wer ist Arvena Telas? Ich bin so hungrig. Möge Stendar euch segnen. Wilhelm der Wurm. Man nennt mich Wilhelm den Wurm, weil es so gut zu mir passt. Die Stadt lässt mich im Lager wohnen. Ich vertreibe dafür die Ratten. Anvil? Die Menschen in Anvil sind nett und freundlich. Sogar die Gräfin grüßt mich auf der Straße. Naja, dieser Neuheim der Rundliche ist die einzige Ausnahme. Er ist ein gemeiner alter Lump. Gerüchte? Wenn ihr etwas über die Trankherstellung lernen wollt, sprecht mit Felen Ralas von der Magiergilde. Lebt wohl! Nee, ich suche, Atelas. Wie geht? Wir sind immer im Dienst. Auf Wiedersehen. An Arkelas. Ich habe den Namen, nur den Nachnamen gewählt. Federweberhaus. Urans Haus. Hier ist ein Sextius Haus. Haus von Neuheim, dem Rundlichen. Pinarius und Ventius Haus. Silgor Bradus Haus. Wessen Haus war das hier nochmal? Arvena Telas Haus. Arvena Telas. Die suchen wir. Was ist das denn für ein Haus? Holztür zu verlassenes Haus. Seid gegrüßt. Ein Fremder? Ja? Er ist ein höchst mysteriöser Kerl. In gewisser Weise bewundere ich ihn. Aber zum größten Teil tut er mir einfach nur leid. Schönen Tag. Okay, interessant.
Avena Taylor, wo ist denn die? Einen wunderschönen guten Tag. Die Feinde der Menschheit und der Götter nieder. So, wer bist du? Jetzt hier ist niemand. Wer hilft die, einem alten Händler? Wo finde ich jetzt Avena Taylor? Hallo. Ja, Lona? Wie gefiele es euch, meinem Mann Gogan aus der Patsche zu helfen? Sicher, was hat er gemacht? Glaubt mir, er braucht alle Hilfe, die er kriegen kann, um sich aus diesem Schlamassel zu ziehen. Dass er auf diesen Trick der Bande reinfallen würde. Ach, ich könnte ihn erwürgen. Tut mir leid. Ich schwatze drauf los und ihr schaut verwirrt. Ja. Lasst mich erklären. Nein, ihr könnt mir mehr erzählen. Könnt ihr mir mehr erzählen? Die Frauen der Bande locken Männer zu einem abgelegenen Versteck, wo sie sie bis aufs Hemd ausrauben. Das geht schon seit geraumer Zeit so. Die Stadtwache hat nicht viel dagegen getan. Auch deshalb, weil die ausgeraubten Männer meist zu beschämt sind, um das Ganze zu melden. Nehmt zum Beispiel meinen nichtsnutzigen Gatten Gogan. Ihm waren ihre Reize wichtiger als meine. Okay, aber diese du bist nicht... tu nicht gut von einem Ehemann. Du bist nicht die Person, die ich suche. Einen wunderschönen guten Tag. Was war das hier nochmal? Moments Friedensstifter. Ah ne, genau. So, Avena Taylor. Ist die vielleicht da drinnen? Wie geht's? Jesan Sextius, extraordinärer Sänger, Komponist und Erzähler. Sehr erfreut, euch zu treffen. Lebt wohl. Okay. Vivian, hallo, mein Herr. Wilbur? Wie kann ich euch behilflich sein? Was habt ihr zu berichten? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es hat den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Bis später. Auch ihr. Grüße. Sprecht, solange die Zeit günstig ist. Wo ist denn die Dame jetzt, die ich suche? Timothy LaRouche? Timothy LaRouche, Steuermann des Schwarzen Hundes, fähiger Seemann. Ich bleibe an Land, bis mein Geld aufgebraucht ist. Dann geht es wieder hinaus auf die See. Seht euch vor. Ist sie draußen? Ist sie draußen? Da. Was ist ja Inventius? Ihr seid nun außer Dienst. Es wird allmählich Zeit. Zum schwimmenden Schlüssel. So. Möget ihr immer Rückenwind haben. Tach, seid gegrüßt. Wie ist das Wertebefinden? Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Natürlich nicht. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Im Land der Dunmeer hat es viele Tote gegeben. Sogar St. Jupe, der die Klippenläufer aus Wardenfell vertrieben hat, ist den Daedra-Horden zum Opfer gefallen. Nein! Das ist äußerst beunruhigend. Wir können nur hoffen, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende findet. Wiedersehen. Wiedersehen. Hier, so... Woher kommt ihr? Möchtet ihr so etwas von mir? So ist Jupe gestorben. Wie schön, euch zu sehen. Hallo. Wie geht es euch? Was habt ihr zu berichten?
Gerüchten zufolge hat der Nerevari Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Morrowind war schon immer ein beunruhigender Ort. Jetzt scheint dies umso mehr zuzutreffen. Schönen Tag. Seht euch vor. Wie geht's? So, erzählt mir mehr. Der Nerevarine ist nach Akavir aufgebrochen? Wie ist das Wertebefinden? Okay, die erzählen nichts mehr. So, was haben wir hier? Leles Qualitätsware. Norbert Lelle. Hafenlagerhaus. Das Vorschiff. Isolde. Wie lautet eure Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, aber ich werde es versuchen. Was ist? Mirabel Monet. Sprecht, Schneemann, und steht nicht meine Zeit. Einen wunderschönen Krognak der Barbar. Was habt ihr zu berichten? Es scheint, als habe das Reich aufgegeben, den Skooma-Handel in Elsewhere zu unterbinden. Und man sagt, die Stammes... Ja. Gruß euch! Ach, der ist schon wieder hier. Ich suche hier noch jemanden. Warum finde ich sie nicht? Die hat aufgehört zu malen. Okay. Reich wird geladen. Arvena Telas. Ich bin Arvena Telas. Sie nennen mich die Rattenfürstin wegen der Ratten, die ich als Haustiere halte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Aufhebens manche Leute machen. Meine Ratten stellen überhaupt kein Problem dar. Okay. Ich habe keine der Schriften von Federweber gelesen. Sie sollen jedoch ganz gut sein. Fasst euch kurz. Nee, das möchte ich nicht. Schönen Tag. Wir wissen zumindest, wer sie ist. Was, wenn... Guten Tag, Rano. Bitte hört mich an. Hallo? Wo geht Rano hin? Keine Ahnung. Dann gehen wir nochmal kurz zu Azar. Sie hat gar kein Rattenproblem, wenn sie die als Haustiere hält. Liegt es? Urwin? Ne, da ist nicht Schlafzimmer. So, Azan? Schönen Tag. Wegen den Ratten. Ja, Ratten. Ich bin mir sicher, sie kann es euch besser erklären als ich. Sie lebt hier in Arnwil. Sprecht mit ihr. Viel Glück. Ja, aber... Kümmert... So, die Rattenplage. Kümmert euch um die Ratten. Dann berichtet mir. Ja, aber das sind ihre Haustiere. Hä? Warum soll ich ihre Haustiere töten? So, jetzt ist es zumindest markiert auf der Karte. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!